Herzlich willkommen, liebe Efi, zu diesem Zeilcast Nummer 11. Wie Nummer hat's? 11, toll, ist eine meiner Lieblingszahlen, das ist ja cool. Das finde ich jetzt wirklich cool, weil ich habe mir vorher überlegt, gibt es irgendetwas, was wir mit dieser 11 anfangen können, weil wir ja die beiden, also die 8 und die 9 hat jeweils dazu gepasst zum Thema, aber bei 11 fiel mir jetzt nur Fußball ein und da hätte ich dich jetzt nicht spontan verortet. Nö, ich mich auch nicht. Nein, 11 ist eine meiner beiden Lieblingszahlen. Was ist die andere? 7. Das finde ich cool. Da Also, gäbe es auch eine Anekdote dazu, aber ich glaube, die passt jetzt nicht zum Thema. das heißt, du hast manifestiert, dass wir hier den Podcast Nummer 11 aufnehmen in der Ah, ich Zeitgast. dachte mir, 13 wäre auch cool, aber jetzt haben wir die 11, das ist sehr fein. Okay, tschüss, wir treffen uns in 2 Jahren. Okay, 13 wäre, dass das Make-up nicht verschmiert, aber gut, es passiert jetzt. Das ist jetzt mein Pre-Frame hier. Ich Ja. habe jetzt hier Fliegenbeine im Gesicht, aber schön. Du kommst ja auch ganz frisch aus Südamerika und hast natürlich noch die Hitze des Tangos in dir. Ja, eher so die Hitze des Jetlags und die enorme Hitzeperiode, die gerade in Deutschland herrscht, ne? So mit 27 bis 30 Grad. Dann Das danke macht ich schon was dir aus. jetzt schon im Namen von Tausenden von Zuschauern und Zuhörern, dass du dir trotzdem die Zeit heute genommen hast, dass wir über deinen Vortrag reden, den du in Ja. Zeilitzheim gehalten hast. Die Kunst des Manifestierens unter besonderer Berücksichtigung des neurolinguistischen Programmierens, so sinngemäß, ne? So ungefähr, ja, genau. Aber sag mal, zuvor, ich habe mir überlegt, warst du jetzt eigentlich von denen, die dort waren, die am häufigsten da waren? Von all den Rednern, von den Speakerinnen, Ja. das kann durchaus sein. Weil. Also seit 2011 bin ich glaube, mit einem Jahr Unterbrechung und dann ist viel dann auf den Lockdown. Also da ist dann der ganze, hat dann ganz Deutschland dicht gemacht, weil ich keinen Vortrag gehalten habe. Und das, ich glaube, seit 2011 habe ich mit einer Ausnahme plus Lockdown jedes Jahr was gemacht, Bist ja. du jetzt wirklich von allen, wo ich bis jetzt mitgesprochen habe, die meiste Zeilesheim-Erfahrung hat? Das finde ich Bestimmt. großartig. Ich Würdest du. war sogar schon dabei, da warst du nicht in Zeilitzheim. Echt? Wo warst du da? Da war es noch in Wiesentheid. In Stephans Garten. In Stephans Garten und in Stephans Wohnzimmer, wo Antje durchgelaufen ist, weil sie in ihre Wohnung musste und jemand sagt, was macht die da? Und jemand anders sagte, die wohnt hier. Die wohnt im Kongress. Das heißt, du hast die Entwicklung dieses Kongresses wirklich mitbekommen. Das finde ich Ja, toll, ja. bin ich neugierig, weil ich finde, und das haben auch alle zugestimmt, dieser Kongress ist wirklich besonders. Ja, das Er hat eine stimmt. Moment. ganz besondere Stimmung. So, jetzt wenn ich sage familiär, und du hast gerade das von Antje erzählt, die durch den Kongress in ihre Wohnung läuft, erklärst das doppelt. Ich glaube, der kam eigentlich aus einem Treffen von einem Master, oder war das nicht so? Ja, also das war sogar noch vor meiner Zeit. Das war eine Trainerausbildung, ich glaube vor meiner Ausbildung damals. Und die wollten sich treffen, Vorträge halten, also einfach so als Revival, sich wiedersehen. Und dann ist daraus dieser Kongress entstanden. Und das war dann eben zwei oder dreimal, glaube ich, in Wiesentheid. Und dann, glaube ich, der vierte Kongress war dann in Zeilitzheim, der dritte oder vierte Kongress. Also man kann sagen, dass du in Zeilesheim von Anfang an dabei warst. Nee. In Zeilitzheim ja, beim Kongress nicht genau, aber Zeilitzheim, da war ich gerade selber mitten in meiner Trainerausbildung und habe dann eins von diesen Vorträgen, habe ich Stefan gefragt, sag mal, ich würde da gerne, könnte ich? Hat er mich so angeguckt und naja, dann war es okay. Und dann lass mich raten, du hast dann gleich den Jagdsaal gehabt. Nein, ich hatte die Remise. Weil eigentlich kenne ich dich im Jagdsaal. Ja, ich mich auch. Und deswegen konnte ich dieses Jahr so ganz entspannt sein, dass ich gleich viele Ja. Wortmeldungen hatte wie derjenige, der den Jagdsaal bekommen hat. Das hat mich nicht gestört. Also ich habe mich, glaube ich, eine Stufe weiterentwickelt in den 3 Jahren des Lockdowns. Finde ich toll. Ich erinnere mich an den einen Kongress, da hatten wir ja über 40 Grad. Ja. Und da haben ja viele gerade versucht, den Jagdsaal extra nicht zu pitchen, weil er so unglaublich heiß ist, wenn es richtig heiß ist. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich dich jetzt hier noch zum Lachen und Schwitzen bringe. Ja, absolut. Also Leute, ist der Hammer. Das ist jetzt kein Werbepitch für irgendwelche Make-up-Geschichten oder sowas. Ich bin keine Influencerin. Fluencer schon, es läuft und läuft. Aber nicht am Make-up. Ja, schaut den Ralf an einfach. Okay, und ich kenne dich ja auch schon länger.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dieses Thema Manifestation ist, glaube ich, in deinem Portfolio, jetzt was Zeilesheim betrifft, neu, oder? Weil Ja. bis jetzt warst du ja immer die mit Impro und Provo und diese eher so ein bisschen, ich sag mal, handfesteren Sachen. Und jetzt kommt da eher so ein glitzerndes Thema, so energetisch feinstofflich. Wie kam es? Wie hast du das plötzlich entdeckt für dich, dieses Thema? Also ich habe in Zeilitzheim, glaube ich, jedes Jahr ein anderes Thema gehabt. Ich hatte ganzheitliches Sehtraining, damit habe ich gestartet, aber dann auch Flipcharts und Impro natürlich und Provo. Und mich hat dann jemand gefragt, wieso machst du jetzt Provo? Du hast doch sonst immer die und die und die und die Themen gemacht. Also die legten mich fest auf eine Methode. Und das musste ich für mich erstmal definieren, dass ich es auch rüberbringen kann. Also meine Aussage ist, mir geht es darum, was kann ich bei dem anderen Menschen bewirken? Was braucht der im Moment? Der kommt ja mit dem Coaching-Anliegen zu mir. Und dann geht es aber nicht darum, mach bitte im NLP, mach bitte das, sondern mir geht es darum, was sitzt da für ein Mensch vor mir und was ist jetzt notwendig? Oder genauso bei Trainerausbildungen, was braucht der Trainer, die Trainerin in dem Moment, um ihre absolute Strahlkraft zu präsentieren? Und wenn dann Provo hilft, provokatives Rauskitzeln von ihren Stärken und die zum Lachen bringt, dann ist das eine Sache. Wenn es aber auch mal darum geht, ein Lampenfieber zu bearbeiten, dann nutze ich auch EMDR, also wirklich so Trauma-Coaching. Und die Methode hängt wirklich davon ab, oder mein Portfolio hängt davon ab, was der andere Mensch braucht. Und genau das ist es auch, wieso ich die Vorträge danach auswähle, was ist gerade für mich aktuell präsent. Und jetzt in den ganzen letzten Jahren in der Pandemie kamen sehr viele Online-Seminare natürlich auch, war gerade, also ich habe einige Seminare besucht, in denen es wirklich um das Thema ging, wie werde ich sehr schnell reich, wie ziehe ich Geld in mein Leben, wie kann ich das manifestieren auf die weibliche, leichte Art. Fand ich total faszinierend und habe gemerkt, es sind super Tools drin, du arbeitest sehr, sehr viel an deiner inneren Einstellung. Nur, um das Ganze umzusetzen und um das Ganze in dein Leben zu holen, da haben immer so diese praktischen Ansätze gefehlt oder sehr oft. Weil ich gemerkt habe, ganz viele machen dann einfach nach, was vorgemacht wird und verpuffen dann im Nichts, ja, machen ihre Werbung und sowas und kommen trotzdem nicht voran. Da habe ich gemerkt, das sind eigentlich ganz viele tolle Geschenke aus dem NLP drin und dadurch kriegt das Ganze Hand und Fuß. Also dadurch kriegst du Ich frage mal tatsächlich die ganz was PS nach. auf die Straße. Du würdest sagen, in diesen energetischen Sachen, die du da gehört hast, ist sozusagen NLP mit drin, aber die sagen es nicht. Da ist NLP mit drin. Sehr viel auf den höheren Ebenen, ja, höheren logischen Ebenen, so Bereich Mindset, Spiritualität. Wie denkst du über dich selber? Was hast du verdient? Also genau diese Geschichten. Es bleibt nur sehr oft bei dem, du musst dein Mindset ändern, du musst es anders sehen, du darfst dran glauben, dass es möglich ist. Und da sind wir auf der Ebene von Glaubenssätzen. Nur, die meisten haben keine Ahnung, wie man diese Glaubenssätze ändern kann. Weil Genau, viele haben man ja. die sagen dann, du musst den ändern. Ne? Genau, Das ja. ist dann so die Intervention, ändere deinen Glaubenssatz. Da gibt es eine ganze Menge toller Tools. Da gibt es auch irgendwelche Mentoren aus USA, die das Ganze auch super rüberbringen. Mach das, mach das, mach das. Aber wie man genau so einen Glaubenssatz ändert, das findet man nicht. Und das ist zum Beispiel wieder im NLP mit drin. Also das ist eins von den Hattest du jetzt Sachen. das Gefühl, dass das wieder mehr geworden ist, mehr so eine Art Trend, dieses energetische Arbeiten manifestieren und so in den letzten Jahren? Also ich hatte den Eindruck, dass dieses Mal in Zeilesheim viele Vorträge in diese Kategorie reinfielen. Ja, ich glaube, es ist gesellschaftsfähig geworden, weil, wie soll ich sagen, vor ein paar Jahren war es doch so, wenn ich auf dem Seminar war, dass wirklich um so ganz handfeste Sachen ging, wie zum Beispiel Finanzen. Ja, dass dann solche Sachen eher so ein bisschen skeptisch konnotiert worden sind von vielen Teilnehmern, wenn der Trainer gesagt hat, du musst einfach auch schauen, wie deine Energie ist. Ja, mit welcher Energie möchtest du Geld in dein Leben holen? Mit welcher Energie möchtest du investieren? Was steckt da dahinter? Und für manche war das schon too much und für andere hätte es nicht intensiv genug sein können. Wie kann ich meine Energie in die Richtung steuern? Ich Dann finde habe ich gemerkt, das bitte. gut, dann ich finde das erstaunlich, weil
Ich habe diese Sachen kennengelernt, bevor ich NLP kennengelernt habe. Also da war ich wirklich, ich könnte jetzt behaupten, ich bin sehr viel älter und erfahrener als du, aber wir wissen beide, dass das definitiv nicht der Fall Wir ist. wissen. Aber ich war Erfahrene bestimmt. wirklich 14, als ich angefangen habe, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Also Prentice Mulford damals, Joseph Murphy. Ich kam da am Dorf, also in der Kleinstadt, über eine Yoga-Lehrerin dran, die mich mit diesen Sachen, aber also in dem Alter, wo andere Kinder richtig spielen, habe ich Yoga gemacht. Ne? Also ich hatte diese Das, wenn du Kindheit, die wie alle man hörst, dann hört. wundert mich nichts mehr. Naja, so nach dem Motto, wenn Erkenntnistypen Sport machen, kommt Yoga und Schach raus. Ne? Das ungefähr. Genau. Und Jedenfalls. nach dem Schachturnier gehen wir zusammen duschen. Ne? Ja. Jedenfalls hat die mich damals, die war total Fan von Prentice Mulford und wenn man dann halt mal drin ist, kommen die anderen Sachen. Und von daher, seitdem kenne ich, und das ist eigentlich altes Zeug, das beginnt in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA, wo dieses quasi die Macht deiner Gedanken, ich meine, da gehört auch mit rein der Napoleon Hill und sowas, dass ich quasi über eine bestimmte Einstellung in der Realität was bewirken kann. Und drum ist es für mich eigentlich im Augenblick eher ein Wiederentdecken dieser Sachen. Es ist ja gar nicht neu. Also glaubst du, es hat, weil du es ja meintest, du hast es auch über in der Pandemiezeit wieder neu entdeckt. Glaubst du, es hängt damit irgendwie zusammen, dass das da was simuliert hat? Weil manche sagen ja auch, neues Bewusstsein kam da und ähnliches. Ja, da hätte ich zwei Antworten. Also die eine eben, ich glaube, durch die Pandemie kann ich mir vorstellen, dass viele Leute auf sich zurückgeworfen waren. Du hockst da, du schaust einfach, wo findest du Antworten für diese ganzen Fragen? Wo findest du Antworten dafür, wieso werden manche Leute krank und andere nicht? Wieso werden manche, die total panisch werden, kränker als die, die das Ganze lockerer sehen und sowas? Also ich glaube, das sind ganz viele. Ja, einfach durch das Nachdenken über so eine Situation möglicherweise viele auch in diese Richtung gekommen sind, sagen, was hat das mit mir und meiner inneren Einstellung zu tun, was mir auch passiert? Ja, das ist ja eben genau das, was du aussendest, ziehst du ja an Gesetz der Resonanz. Und den anderen Gedanken, den ich dazu hatte, den habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Ich habe es fast befürchtet. Genau, Joseph Murphy hattest du gesagt. Ja, ich kannte das auch aus. Also noch nicht aus den 40ern des letzten Jahrhunderts. So alt bin ich dann doch noch nicht als. Hast du mir an Weisheit ein paar Vorsprünge? Nein, den kannte ich auch, Moment, den ich habe ich kannte auch Joseph gelesen, Murphy als nicht persönlich, ja, muss ich ich dann so sagen, so weiß, alt. da weiß ich, das wissen wir beide. Ich habe Joseph Murphy, vor allem das positive Denken und sowas eben kennengelernt. Also war ich so 20, 19 oder 20 oder so, ein bisschen Spätentwickler im Vergleich zu dir. Und habe da, ja, ich habe es gelesen und dann wieder vergessen, weil es eben auch so dieses, wie denkst du oder so, damit habe ich mich eben auch nicht näher beschäftigt. Was mir eben in Bezug auf NLP aufgefallen ist, dass manchmal die Basics, nämlich State Management, guter Zustand, dich gut fühlen, glücklich sein, ja, Lebensfreude. Das habe ich eine Zeit lang immer so also als ich NLP kennengelernt habe, habe ich das oft so empfunden als, ja, da machst du dich jetzt absichtlich, bringst du dich in eine gute Stimmung, aber die Probleme, die dahinter liegen, sind noch in keinster Weise gelöst. Das war über NLP deine Idee. Das war über NLP, genau. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Sachen vermischt, glaube ich. Und da dachte ich immer, es ist so eine Art Zugleistern von irgendeiner Sache, die du noch bearbeiten musst. Inzwischen sehe ich es anders. Inzwischen sehe ich es auch so, dass ich sage, ja, natürlich musst du auch innere Arbeit machen und es nützt gar nichts, wenn du irgendwie buchstäblich ein Pflaster drauf klebst, aber unten drunter ist noch irgendwie was, hast dich einen Finger geschnitten und ist noch Dreck drin und so, sondern du musst es auch mal in Ordnung bringen und dann Pflaster drauf und dann passt es. Für mich war Ankern am Anfang Pflaster drauf und so tun, als wäre alles in Ordnung, aber es stimmt nicht. Und das hat man an vielen Leuten gemerkt, bei denen halt vieles auch nicht gestimmt hat. Aber in dem Moment, wo du tiefer einsteigst, merkst, im Hintergrund versuche ich damit irgendwas zu kompensieren, was ich noch bearbeiten könnte, dürfte, sollte. Im Moment, wo ich es bearbeitet habe, wirkt das andere viel besser. Dann kannst du nämlich den Anker nutzen und sagen, hey, ja, ich brauche jetzt, um dieses Ziel zu erreichen, einfach einen tollen Zustand, muss fit sein, weil ich es
kongruent für mich entschieden habe, weil es Teil meines Lebens ist, weil ich das jetzt machen möchte. Und dann kannst du zum Beispiel auch Spaß haben mal an Steuererklärung oder an deiner Buchhaltung, wenn du sagst, das gehört einfach jetzt zu meinem Traumjob dazu, dass ich meine Finanzen in Ordnung habe. Und dann kannst du damit mit einsteigen und super nutzen. Ich glaube, der erste Schritt von unserem Weg in dieser Sache ist ähnlich und der zweite unterscheidet sich, weil dann hast ja du auch erst diese Positivdenken-Sachen mitbekommen und hast dann NLP entdeckt. Und ich weiß noch sehr gut, wie ich halt dann zum NLP kam, habe ich da drin das gefunden, was ich im anderen vermisst habe, nämlich diese konkrete Anleitung. Wir Ja, hatten es ja gerade genau. schon gesagt, dass viel von diesem Positivdenken, Manifestieren, energetische Arbeit ist an irgendwelchen Stellen, macht das einfach und keiner sagt dir wie. Aber für mich gab es dann eigentlich nie mehr die Notwendigkeit, wieder zu dem anderen zurückzukehren, während du scheinbar ja in diesen energetischen Arbeiten dann noch was weiteres gefunden hast, wo du sagst, das ist im NLP nicht drin. Das ist für dich nochmal eine gute Ergänzung zum NLP. Ich würde jetzt, weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen könnte, das ist im NLP nicht drin. Ich habe ja bei dir auch zweimal die Masterclass besucht und da haben wir ja auch festgestellt, auch in dieser gemeinsamen Arbeit, dass du eigentlich alles mit NLP übersetzen kannst. Du kannst alles in diese Sprache NLP kleiden und hast dann plötzlich so eine, ja, fehlt mir das passende Wort, aber plötzlich werden Dinge verständlich, die es vorher eben nicht waren, wenn du es mit NLP übersetzt. Und ich Aber hatte noch einen Zwischenschritt. Du hast ja Musik studiert. Ich habe klassisch im sozialen und im pädagogischen Bereich, ich habe Erzieherin gelernt, ich habe Sozialpädagogik studiert und habe da ganz oft eine ganz andere Sache mitgekriegt. Da war NLP noch verpönt, da war das eher so, oh, da gibt es noch so eine Richtung in der Psychologie, aber mit der wollen wir nichts zu tun haben. Und da habe ich ganz oft mitbekommen, dass es Zeichen von Reife und Seriosität ist, wenn du deine Probleme kennst. Und da war dann ein gutes Gespräch, wenn du tiefgängig über deine Probleme geredet hast. Also das war eigentlich so eine komplett andere Sache zu, hey, fühl dich super, komm in einen guten Zustand, sondern nein, das ist ernsthaft. Da bist du dann jemand, der ernsthaft ist. Und das war für mich eben auch nochmal so dieses, so ein, da schwingt das Pendel in eine andere Richtung. Dann haben wir auch gelernt, du musst natürlich einen guten Kontakt haben zu deinen Klienten, zu deinen zu betreuenden Menschen. Aber wie man sowas macht, das habe ich erst beim NLP gefunden, weil ich war oft an dem Punkt, wo ich mir dachte, hättest du mal was Gescheites gelernt, hättest du Schreinerin gelernt, hättest du irgendwie Raumausstatter oder Malerin, also irgendwas Gescheites, bloß nicht dieses sozialpädagogische Zeugs, mit dem du nichts anfangen kannst. Und in dem Moment, wo ich NLP kennengelernt habe, habe ich irgendwann mal gemerkt, das ist endlich, endlich, endlich mal die Erklärung für vieles, was ich im Vorfeld nicht einsortieren konnte. Und deswegen bin ich im Nachhinein dankbar, dass ich ein ganzes Repertoire an anderen Gesprächsführungstechniken und so weiter, psychologischer Background, dass ich das alles mitgebracht habe, weil da konnte ich dann drauf aufsatteln und das kann ich kombinieren miteinander. Ja. Also das war für mich dann plötzlich so dieses Aha-Erlebnis mit NLP. Und deine Frage mit dem Manifestieren, da war es ähnlich. Joseph Murphy konnte ich nicht handeln. Ich habe es mal gelesen und habe es dann wieder weggelegt. Und jetzt auf einmal war plötzlich dieser Punkt, du kannst auf eine andere Art und Weise Dinge bewirken. Ich bin eher der Mensch, der dann loslegt, der dann was macht, der dann schuftet. Und plötzlich kommt so eine Idee, du musst nicht immer nur auf die harte Tour irgendwas umsetzen, sondern es darf auch leicht gehen. Du musst dich einfach nur entscheiden, also wirklich wörtlich, du musst dich einfach nur entscheiden, wie du es haben möchtest und dann davon überzeugt sein, dass es auch eingetreten sein wird. Also auch so Timeline im Kopf, ja. Nicht nur, das wird irgendwann, sondern danke, dass es so ist. Und das sagst du 3 Monate, bevor dieses Phänomen vom Kalender her eintreten wird. Du bedankst dich im Vorfeld schon, dass es so gewesen ist. Und da ist unheimlich viel NLP mit drin. Timeline, auf der Timeline hin und her springen. So tun, als ob. So tun, als hättest du das Ziel schon erreicht mit allem, was zusammenhängt. Wo bist du da? Was denkst du über dich? Welche Werte hast du? Welche Überzeugungen hast du? Wo bist du spirituell
unterwegs, wie bist du eingebunden in dein Netz, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Und das meine ich, da verbinden sich plötzlich diese ganzen Themen mit, wie manifestiere ich mir den Traummann, wie manifestiere ich mir eine neue Wohnung, wie manifestiere ich mir einen Kunden, die plötzlich kommen, die ich vorher nicht hatte. Da hast du die Übersetzung im NLP drin. Du Und wolltest bestimmt was sagen, während ich genau, mir das wieder ist mein Make-up. Nein, jetzt langsam ist es weg. eine Frage, die jetzt schon halt für mich da immer mitschwingt ist. Aber du hast ja nun keinen Vortrag gegeben in Zeilitzheim, Wünsche erfüllen mit NLP oder mache 2023 zum besten Jahr deines Lebens oder Traumleben mit NLP. Es war ja was Manifestieren. Das heißt, es muss ja Genau. im Manifestieren was Besonderes drin sein. Und ich frage mich, weil du es vorhin gesagt hast, ist das ein bisschen archetypisch so, dass du sagst, NLP ist eher der männliche Weg und das Manifestieren eher der weibliche Weg? Ich denke, es gibt in den letzten Jahren oder es gab Bestrebungen, dass das Manifestieren als der weibliche Weg so proklamiert worden ist. Also so auf die weibliche Art, nicht mehr der männlich harte Tour, ich muss nicht 300 Marketing-Tools nutzen, damit ich Kunden bekomme, sondern ich kann es mir auch manifestieren oder sowas. Ja? Also das wurde sehr oft verknüpft mit der weiblichen Art. Wobei ich NLP nicht deswegen zwingend als männliche Art sehen würde. Da ist unheimlich, also NLP ist für mich jetzt nicht irgendwie männlich oder weiblich, sondern hängt auch davon ab, wie es jemand vermittelt. Ja? Also eine Gundel Kutschera macht ein anderes NLP als Tony Robbins. Und das Also zwei ist halt nebeneinander gestellt. zum Beispiel. Okay, aber würdest du Genau. sagen, dass das Manifestieren eher ein weiblicher Weg ist? Also wenn du sagst, dass NLP für dich nicht unbedingt ein männlicher Weg ist, was ich dir zustimme, weil das Spektrum ist sehr, sehr weit, gibt es auch sozusagen eine Art des Manifestierens aus einer männlichen Energie heraus? Das scheint mir fast ein Widerspruch zu sein. Das würde ja bedeuten, dass man es quasi versucht zu erzwingen oder so, was ja nicht klappt beim Manifestieren. Also, du hast vorhin Napoleon Hill erwähnt, denke nach und werde reich, ja, wo du mal gesagt hast, das stimmt ja nicht. Man muss ja auch was tun. Da sind wir wieder bei meinem Kongressthema, die 10 universellen Gesetze. Da ist nämlich auch ein Gesetz des Handelns mit drin. Aber Napoleon Hill das Buch von Napoleon Hill war zum Beispiel die Bibel von Bob Proctor, der ja sehr bekannt geworden ist, auch dadurch, dass er sehr, sehr große Schulungscenter aufgebaut hat, dass er eben auch Geld für sich manifestiert hat, dass er durch dieses Nachdenken und immer wieder sich damit zu beschäftigen, was habe ich für Ziele oder sowas, auch so als einer der Ikonen im Manifestationsbusiness, so möchte ich es jetzt mal nennen, genutzt wird. Das ist eine männliche Energie. Ich glaube, dass das Weibliche vielleicht oft auch biografisch ist, weil, und jetzt können meinetwegen irgendwelche Leute Gender Farbbeutelchen schmeißen. Ja, es gibt einfach für mich einen Unterschied zwischen Mann und Frau tatsächlich. Und es gibt Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und es gibt tatsächlich halt auch weibliche Biografien, die sich oft daran orientieren, ich habe Familie, ich kümmere mich um die Kinder. Da kann man jetzt emanzipiert und feministisch unterwegs sein und entsetzt aufschreien. Es ist so, dass trotzdem in erster Linie Frauen im Moment sich noch um den Nachwuchs kümmern. Und ich glaube auch, dass das eine biologische Geschichte ist, weil allein das ganze Zusammenspiel von Hormonen und sonst irgendwie was, du hast das Bedürfnis, sich darum zu kümmern. Also bei mir war es so, ich war happy mit meinen Kids, ich habe trotzdem meinen Job immer im Kopf behalten. Aber ich glaube, dass du da ganz anders an dem Thema Leben, Lebenszyklus mit dran bist und da möglicherweise auch andere Energien oder offener bist für andere Energien als diese männliche Aktivität, Power und sonst was. Das ist ja im Yin und Yang, hast du ja das Männliche, das ist ja dem zugeordnet, diese Aktivität, dieses Power, dieses Tun. Und der weibliche Teil ist ja dieses Empfangen und vielleicht auch mal geschehen lassen.
Ich finde das sehr spannend. Ich meine, ich definiere mich ja jetzt im Augenblick als Mann. Ich weiß, ich könnte mich für das Gespräch auch als Frau definieren. Aber die Erfahrung, schwanger zu sein, hätte ich deswegen trotzdem nicht. Aber ich frage mich gerade, ob es da nicht wirklich Ähnlichkeiten gibt. Also quasi die Art, wie du als Frau zu einem Kind kommst, dass es eben einfach in dir wächst und entsteht und du wartest und dann ist es irgendwann da und du freust dich, hat ja schon Ähnlichkeiten mit dem Manifestieren. Ich meine, ich glaube, keine Frau würde während der 9 Monate Schwangerschaft sagen, ich mache gerade ein Kind. Obwohl sie ja eigentlich auf eine bestimmte Art, dein Körper macht das Kind ja, er baut es ja wirklich zusammen, sozusagen Zelle für Zelle. Aber es wäre eine völlig schräge Formulierung zu sagen, ich baue gerade ein Kind zusammen. Ja, Also, genauso wie mit Lego, ne? ja, also von daher könnte das schon sein, dass das sozusagen wirklich die Art ist, wie auch Manifestieren empfunden wird, dass man sozusagen den Samen legt, wartet, sich freut und dann empfängt. Findest du das zu abgefahren oder entspricht das so ein bisschen dem, wie du es auch sehen könntest? Also ich habe es, glaube ich, nicht so gesehen, ja. Was ich aber gemacht habe, und im Nachhinein habe ich immer gedacht, oh, da hast du schon NLP gemacht, ohne dass du es kanntest. Ich habe ja da in Südafrika gelebt, als ich schwanger war. Und ich habe mir als Geburtsvorbereitung immer vorgestellt, wie ich danach meiner Mutter am Telefon erzähle, oh, es ist ja total einfach gegangen, das war total easy, das ging total schnell. Und das hatte ich tatsächlich so oft in meinen Gedanken. Also ich habe das wirklich gefühlt. Ich habe das Telefonat vorweggenommen. Und ich habe einen Tag nach der Geburt meine Mutter angerufen und gesagt, es war total einfach, es ist total easy gegangen, es ging total schnell. Es war auch so. Ja. Was, kam die Idee jetzt sozusagen einfach so aus dir oder kam die aus so einer Idee von, du manifestierst da etwas? Nee, das war überhaupt nicht das Manifestieren als bewusste Vorstellung. Nein, ich rede halt unheimlich viel und manchmal sind keine Leute da, die mir zuhören, dann erzähle ich es mir selber. Und ich glaube, auf die Art habe ich mir sehr oft schon Wünsche erfüllt, einfach weil ich mir vorgestellt habe, wie ist das, wenn ich das später jemandem erzähle? Das habe ich irgendwann mal festgestellt bei Teilnehmern, die gesagt haben, ich kann mir das nicht visualisieren, ich kann mir das nicht visualisieren. Und dann habe ich gesehen, wie die Teilnehmerin in der Mittagspause da liegt, hört irgendwie was und strahlt und grinst und macht. Dann habe ich gesagt, du hast vorhin so gestrahlt und gegrinst, sagt sie, ja, ich habe mir dann gerade was angehört und hatte das Gefühl, ich habe mein Ziel da schon erreicht und sowas. Sag ich, du hast vorhin gesagt, du kannst nicht visualisieren. Sagt sie, ja, kann ich auch nicht. Aber sie konnte audialisieren. Also diesen Begriff, weiß ich, ob es den gibt, aber da habe ich gemerkt, das nutze ich auch und das funktioniert manchmal besser, als mir ein inneres Bild zu machen, indem ich beim Autofahren oder so vor mich hin quatsche, also laut rede, leise funktioniert es nicht, laut reden, dass ich selber gehört habe. Und dadurch werden Sachen für mich persönlich greifbarer, dass es auch so sein wird, dass es auch so laufen wird. Es ist sehr spannend. Ich höre im Augenblick ein Hörbuch von Jordan Peterson, also die 12 Rules, von ihm selbst vorgelesen. Und da kam ich jetzt an die Stelle, wo er meinte, der weibliche Weg, an ein Problem ranzugehen, ist, es in Worte zu fassen. Also bewusst nicht in Bilder, sondern er sagt, das, was die Männer oft falsch machen, ist, sie versuchen, ein Problem zu lösen, bevor sie es benannt haben. Und das weibliche Element, was da den vielen Männern fehlt, ist dieser Redeteil, ich muss es erstmal in Worte fassen. Und er sagt, das ist halt wirklich ein Prozess, wo man es. Also es geht nicht darum, dass sozusagen jetzt aus männlicher Sicht die Frau das nicht vernünftig formulieren kann. Es geht darum, dass die Formulierung wirklich im Gespräch entsteht, weil es alle auch ein Aussortieren ist, welche Formulierung passt, welche passt nicht, was kann ich weglassen, was muss ich besser formulieren. Also ein wirklicher Arbeitsweg. Und es ist ganz klar, er spricht da nicht von Visualisieren. Er spricht ganz klar vom Reden als eine Art etwas wahrzumachen. Ich meine, ich glaube, ganz viele unserer Rituale, von Hochzeit angefangen, sind ja Sprechrituale. Es werden ja Sachen gesprochen. Also eine meiner Mentorinnen, das ist eine sehr bekannte Reinkarnationstherapeutin, die hat in etwa so gesagt, du kannst irgendwas erst begreifen, wenn du es benannt hast. Und trotzdem würdest du mal sagen, das Visualisieren beim Manifestieren ist wichtig? Für viele ist es wichtig, aber visualisieren, beziehungsweise für mich, also visualisieren ist wichtig, nur das Visualisieren ist für mich eher ein Überbegriff. Wie kannst du dir vorstellen, wie es sein wird und oder gewesen sein wird, nachdem du das erfolgreich erreicht hast? Aber visualisieren
nicht jetzt im klassischen Sinneskanal, ich sehe etwas, sondern wirklich so als Überbegriff. Ja, und da kann das Audialisieren, dass du dir es vorstellst, da ist vielleicht drin, ich spüre es einfach, dass es jetzt so ist. Manchmal auch unterstützt durch Bodenanker oder so. Oder dass du vielleicht auch sogar sagst, ich kann es richtig schmecken und riechen, dass ich es erreicht habe. Ja, also das ist ja, da kommen alle Sinnessysteme, aber das ist in dem Überbegriff Visualisieren mit drin. Und wenn es jemand wörtlich nimmt und sagt, ich kann keine inneren Bilder sehen und dann fast verzweifelt, dann ermutige ich den immer und sage, ja, was kannst du denn spüren? Woher weißt du, dass es so ist? Also Ja. im Grunde dann wäre das eigentlich korrekte Wort, aber halt ungewöhnlich in dem Zusammenhang wäre dann präsentieren. Weil Sens, die Sinne, Präsenz, sich vorstellen wäre dann präsentieren, aber dann fragt wieder jeder, warum müsste eine Präsentation machen, dann lassen wir das weg. Ja. Ich bin noch bei der Frage, weil die mich wirklich interessiert. Weil du ja auch wirklich eine erfahrene NLPlerin bist. Also was sind jetzt die Elemente, die du beim Manifestieren findest, wo du sagst, du hast halt kein Seminar gegeben, Ziele erreichen mit NLP, du hast einen Vortrag gegeben, manifestieren. Also was ist im Manifestieren drin, wo du sagst, da kann NLP was von übernehmen? Vielleicht sogar modellieren. Ja, genau. Zum einen hat es mich gereizt, das Thema mit reinzubringen, auch so ein bisschen provokant. Ja, kommen Leute und sagen, das ist alles so spooky, das ist ja so ein totaler Blödsinn, das funktioniert ja sowieso nicht. Ich habe schon so oft versucht, mir eine Frau zu manifestieren und die hauen immer alle ab. Ja, also solche Sachen, das hat mich schon gereizt, in diese vermeintliche Esoterik-Ecke mit reinzugehen, zu sagen, ist es nicht. Es ist eigentlich ein Grundlagenwissen. Und was kann NLP davon lernen? Du kannst auch gerne die erste Frage erst beantworten, weil ich finde die sehr spannend, die du jetzt gerade Fragst du gestellt mich hast. nochmal? Na, die du gerade gestellt hast, da kommt einer und sagt, ja, was soll denn dieses ganze ESO-Zeug? Und wo du sagtest, du freust dich sogar auf den, dass der das fragt, weil du hast da eine gute Antwort. Ich meine, es ist ja wirklich eine naheliegende, ich meine, du weißt ja, bei dem NLP wird ganz oft der Vorwurf gemacht, aus meiner Seite unberechtigt, aber er wird trotzdem gemacht, das wäre so verstandesgemäß, rational, logisch. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich gerade innerhalb der NLP-Szene so diese in Anführungszeichen esoterischen Sachen etwas provozieren. Du hast gesagt, du hast dich auf die Leute gefreut. Was hast du ihnen gesagt? Also ich, ja, es gibt immer so zwei Sachen, also, oder beziehungsweise es gibt Fragen, die in die Richtung gehen, ist es denn wissenschaftlich irgendwie begründet? Ja, also die Frage so nach der Wissenschaft. Und da könnte ich zum Beispiel, da kann ich jetzt keinen Vortrag drüber halten, da stecke ich zu wenig im Thema, aber so die ganze Quantenphysik, ja, dass allein der Beobachter, der irgendwo mit dabei ist bei einem Experiment, dass der Beobachter den Ausgang des Experiments beeinflussen kann. Und dieses ganze Feld Quantenphysik, das ist ja schon 100 Jahre alt, also das ist ja, oder sogar mehr, also das ist ja jetzt nichts, was völlig Neues. Nur die meisten verstehen es nicht und ich könnte es jetzt an der Stelle auch nicht im Detail erklären, weil ich nicht drinnen stecke. Aber mir reicht es einfach zu wissen, es gibt da tatsächlich Sachen, dass du irgendwas beeinflusst. Es gibt, denke ich, auch Experimente, auch auf sehr hoher Ebene. Ich denke auch USA, CIA, Geheimdienste, die wirklich damit trainieren, wie kannst du das machen? Da gibt es so einen herrlichen Film mit George Clooney, Männer, die auf Ziegen starren. Aber Obacht, Und da versuchen. keine einzige Ziege fällt wirklich um in dem Film. Nee, keine einzige Ziege fällt wirklich um. Ja, aber der versucht, durch die Wand zu gehen und dann scheint. Ja, also Aber der da Film geht es ist eben nicht auch um wirklich diese. pro Manifestieren oder pro Quantenphysik. Das in dem Film geht es immer schief. Ja, genau, aber es ist trotzdem ein herrlicher Film. Aber das zeigt, dass die höchsten Geheimdienstkreise eigentlich auch damit experimentieren und sowas. Ja? Also da, oder wenn du Dan Brown liest, das soll ich sagen, hast du diese ganzen Thematiken auch mit drin. Da ist es dann eine sehr männliche Energie, ne? Vielleicht liegt es daran, dass es nicht funktioniert hat, weil es Männer waren, die auf Ziegen starren. Man hätte vielleicht mal die Ziegen nehmen sollen. Ziegen, die auf Männer starren, ob die dann Aber ich umgekehrt muss zugeben, dieser Film ist so köstlich, wie die da alle wirklich im Kreis sitzen und in der Mitte steht diese Ziege und wundert sich. Es ist. wären. Genau. Ja. Genau.
Ja, aber die Frage habe ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht beantwortet. Ja, was du den Leuten sagst, die sagen, das ist doch alles ISO-Gewäsch. Ich würde sagen, das hat dann damit zu tun, dass sie vielleicht keine Erfahrungen gemacht haben, die geklappt haben. Und dass mehr zusammenspielt als nur, ich wünsche mir jetzt, dass der Traummann in mein Leben kommt oder dass die Traumfrau in mein Leben kommt. Weil dann fängt es nämlich an, NLP einzusetzen. Was wird sich geändert haben, wenn du diese Traumfrau hast? Ja? Und dann, wie ist dein Leben jetzt? Wie sieht es aus? Und dann gibt es so banale Geschichten, wo bin ich dann, wenn ich die Frau habe? Ich meine, die hat ja gar keinen Platz. Ich habe nur ein schmales Einzelbett. Ja? Und ich habe nur eine Einzimmerwohnung bei Mama und sowas. Also, dass du merkst, die innere Bereitschaft, tatsächlich das ins Leben zu ziehen, das du dir eigentlich so dringend wünschst, eigentlich, aber nichts davon im Außen schaffst, damit es möglich ist. Und es ist Und ja das ist ohne, nämlich ja. oft dieses sinnlich Konkrete, was das NLP macht, Sprung nach vorne in die Zukunft, dieses Spiel mit der Timeline und auch so dieses Reframing. Was habe ich davon, dass es noch nicht so ist? Was habe ich davon, dass ich noch keine Traumfrau habe, dass ich noch keinen Traummann in mein Leben gezogen habe? Was ist das Gute daran, an dem ich festhalte? Das alles, das ist für mich dieser NLP-Gedanke. Und wenn dir dann plötzlich klar wird, was kann ich tun oder was würde sich in meinem Leben verändert haben, wenn ich jetzt plötzlich 3 Millionen auf dem Konto habe, denke ich, habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Oh Gott, das würde ich jetzt alles raushauen, Kreuzfahrt, Familie einladen, was ja viele Lottogewinner machen und danach ist Geld weg und mehr weg, als sie vorher überhaupt hatten. Dann wird es, glaube ich, greifbarer für viele. Ich glaube, sie kommen mit diesem, es ist so esoterisch, eben weil sie es nicht packen können, weil sie nicht sagen können, das ist handfest, da kann ich was mit anfangen. Es ist ja auch, ich zitiere jetzt Rolf Lutterbeck, den wir beide sehr mögen, ist natürlich auch diese bestimmte Macke von Orange, die Welt entzaubert zu haben und alles darüber hinausgehende weg. Ich meine, auf den Stufen davor, Blau, Rot, Purpur und so weiter, musst du niemanden davon überzeugen. Ich meine, jeder gläubige Christ betet. Und das ist ja sehr ähnlich. Es ist ja wirklich nur eine einzige Stufe in der Spirale, die so tut, als gäbe es das alles nicht. Und das halt dann mit diesem komischen Wort ist Esoterik abwertet. Aber es ist eine Übergangsphase in der Menschheitsgeschichte. Also seit Jahrtausenden gibt es ja sowas, dass Leute die Idee haben, da kann man mit feineren Energien auch Dinge bewirken. Ne? Also Weil sie. du gerade sagst, also gerade jeder gläubige Christ betet, und das ist das, was mir so aufgefallen ist, und auch manifestieren, ob du das jetzt Gott nennst, ob du das jetzt bestellen beim Universum nennst, universelle Energien nutzt. Das hat schon mit der Intention zu tun, wie ich an ein Gebet oder an eine Bestellung und an so einen Wunsch rangehe. Geht es aus einer inneren Haltung des Mangels? Oh, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Geld, weil ich habe keins, ich habe keins. Dann geht der Fokus permanent auf, ich habe keins. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt wieder Zeit, ich bestelle mir jetzt wieder neue Klienten. So, ich habe wieder Zeit, ihr könnt euch bei mir melden. Ich habe das Zimmer, ich habe die Technik. Jetzt bucht Coachings, dann kommt aus allen möglichen Ecken kommen Anfragen. Es sind nicht alle, dass sie zum Coaching führen, aber da ist so ein Reichtum in dieser wundervollen Welt, in der wir leben. Da ist so viel drin und ich darf daraus schöpfen. Das ist eine andere Energie. Ich bete zu Gott und bin überzeugt, er wird mir helfen. Das ist eine andere Energie als, oh, ich bin hier so in meinem Jammertal und hilf mal halt, ja. Und genau das kriegst du nämlich im Außen. Du kriegst entweder mehr Jammertal oder du kriegst Erfüllung. Ich Und habe das finde ja ich so faszinierend an dieser Sache. Kirchenmusik studiert und deswegen auch ein bisschen Kirchengeschichte gelernt. Und es gibt eine Anekdote aus, ich glaube, Renaissance oder so war das. Da gab es einen neuen Papst und der wollte den Jesuiten verbieten. Und die Jesuiten haben natürlich davon erfahren und dann haben die Jesuiten 3 Tage gebetet und dann war der Papst tot. Und drum sagt man, die haben ihn tot gebetet. Also, ich fand das immer total klasse, weil es ist so eine irritierende Stelle, so nach dem Motto, darf man um sowas beten? Also, das ist ja scheinbar nicht nett, aber von daher, die Geschichten gibt es natürlich, ganz klar. Okay, ich bin immer noch bei der Frage, was ist es denn jetzt, weil für mich ist es noch nicht beantwortet, was ist es denn jetzt, was du im Manifestieren und ist das Wort esoterisch für dich eins, was du gerne verwendest oder feinstofflichen oder energetisch, wie nennst du es?
Esoterisch hat oft so diesen, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Touch. Das ist ja Humbug, da kann ja nichts dran sein, das sind Hirngespinste. Ja. Esoterisch ist ja von der Wort, vom Wortstamm her gar nicht so negativ konnotiert, aber von daher nutze ich den Begriff jetzt nicht so oft. Ja, feinstofflich, Verbundenheit, also ich glaube, das ist das, was ich für mich da viel stärker sehe, wenn ich jetzt die Stufen nutze. Also jetzt Spirodynamics hast du ja angesprochen, ja, blau, alles seine Ordnung, orange ist jetzt quasi, es muss alles begründbar sein, wissenschaftlich durchdrungen, dieses Entzaubern. Grün ist dann wieder so diese Verbundenheit mit allem. Ich glaube aber, es geht sogar noch weiter, dass wir nämlich sagen, wir nutzen das Wissen aus der Wissenschaft und gehen von der Überzeugung aus, es ist alles mit allem verbunden. Also du kennst ja sicher den Begriff Flügelschlag eines Schmetterlings hier kann ja woanders einen Wirbelsturm auslösen. Und dass wir die Kraft unseres Bewusstseins ganz anders nutzen können. Also das Bewusstsein nicht irgendwas ist, was in unserem Kopf ist, in unserem Gehirn, sondern das Bewusstsein, was ist, was vorhanden ist und unsere Sinnessysteme nimmt auf, was da ist. Also es ist nicht was, was in unserem Gehirn drin ist und wenn der Mensch tot ist, ist es weg, sondern wir sind damit verbunden und es geht eher darum, eine Durchlässigkeit zu haben, um dieses Bewusstsein anzapfen zu können. Und das ist für mich zum einen da eine höhere logische Ebene, Quatsch, Spirodynamics-mäßig, aber auch von den logischen Ebenen her im Bereich Spiritualität, vielleicht auch schon Zugehörigkeit. Ich bin Teil der Menschheit, ich bin damit verbunden und kollektive Angst kann etwas bewirken. Und kollektive Zuversicht kann auch was bewirken. Ja, es gibt ja meditierende Mönche, die zum Beispiel auch bestimmte kriminelle Gegenden in, ich weiß gar nicht, Detroit oder sowas, dass sie da wirklich auch meditiert und gebetet haben und dann da die Kriminalität nachgelassen hat in bestimmten Gegenden und sowas. Also, dass die Kraft der Gedanken, dass das sowohl von NLP eine höhere Ebene ist, die du aber mit den unteren Ebenen, mit Ankern, mit Submodalitäten Arbeit, mit oder Reframing solchen Sachen einfach gut unterfüttern kannst. Also so verbindest du das. Du machst quasi vom Manifestieren eher die oberen Ebenen und nutzt dafür die NLP-Techniken von den eher unteren Ebenen, um das sozusagen handfest und greifbar zu machen. Ist es das? Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Und gibt ja die vier Stufen von Michael Beckwith, der vielleicht vielen bekannt ist als Name aus The Secret, diese einzelnen Bewusstseinsstufen. Und die unterste ist zum Beispiel diese Opferbewusstseinsstufe. Ich bin Opfer der Umstände. Ich kann ja nicht dafür, dass das mir passiert. Und ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die Details ein, was für diese einzelnen Ebenen sind, aber je weiter du nach oben kommst, desto mehr geht es in die Richtung, ich kann ja was tun. Ja, ich kann aktiv an meinen Zielen arbeiten und irgendwann ist es dann dieser Punkt, wo du sagst, es ist in Ordnung, ich versuche oder ich ziehe Dinge in mein Leben, aber auch wenn was nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, ist es trotzdem in Ordnung. Ich muss nicht mehr auf Biegen und Brechen alles manifestieren, sondern ich kann auch geschehen lassen, was sich ergibt. Und da könnten wir uns vielleicht irgendwann anders nochmal unterhalten, wie kann man das modellieren, wie kann man das auch mit NLP zusammenbringen? Da habe ich für mich jetzt oder jetzt für dich in dem Moment, für die Zuhörer, keine Antwort. Ja, aber das ist ein faszinierendes Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall mehr beschäftige. Ich wollte es gerade ansprechen, im Manifestieren, soweit ich das mitkriege, geht es ja eigentlich fast immer darum, dass man was haben möchte. Also von dir vorne erwähnt, Geld, Wohnung, Traumpartner und so weiter und so fort. Ich erinnere mich, da meinte mal Rolf Luther in irgendeinem Vortrag, solange es noch darum geht, was haben zu wollen, bist du eigentlich noch in Orange. Und ab Grün geht es im Grunde darum, etwas loszulassen. Und natürlich kommt dann immer dieser, in dem Fall sage ich, pseudo-esoterische Spruch, dass du quasi den Wunsch formulieren musst, dann musst du ihn loslassen, aber am Ende weißt du genau, die Leute wollen einfach die Kohle, die Leute wollen den Partner, die wollen die Gesundheit, die wollen das Haus. Wie gehst du mit dem Element? Dass da ja, also auch dieses, was wir vorhin zitiert haben, Mulford und Murphy und wie die alle heißen. Am Ende geht es immer darum, du merkst, dass es geklappt hat, weil du die Dollars auf dem Konto hast. Also irgendwann wird es dann wieder orange. Ich würde da gerne ein persönliches Beispiel erzählen, das ich auch im Vortrag genommen habe, weil es da wirklich buchstäblich greifbar ist. Und dass ich jetzt hier sitze, wo ich sitze, hat damit zu tun, dass es geklappt hat.
Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass wir umziehen müssen. Notlage unserer Vermieter, das ist dann eben auch sehr, sehr kurzfristig war. Also wir hatten 8 Wochen Zeit und der Mietvertrag war zwar vereinbart, aber noch nicht unterschrieben. Und wir haben uns dann entschieden, es ist eigentlich nicht zu schaffen. Das haben uns alle gesagt, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn, ein Haus zu finden und sonst was. Dazu kommt noch das Business von meinem Mann, das mit umziehen musste und mein eigenes. Und so eine unmögliche Situation. Und wir haben uns entschieden, also wo ich vorhin gesagt habe, Entscheidung ist so das, der erste wichtige Schritt, dass wir es auf unsere Art schaffen, in unserem Tempo. Also es war klar, Deadline ist Anfang Juli. Ja, da kommt der Möbelcontainer aus USA, da müssen wir wieder in das Haus rein. Also das war so diese Deadline. 8 Wochen Zeit. Da fiel Zeilitzheim dazwischen, da fielen ein paar andere Termine dazwischen. Also allein rein von der Zeit der Tage, die wir hatten, war es nahezu unmöglich. Und wir haben uns dann nach dem ersten Job, wo wir beide bei Immobilienportalen gesucht haben, haben wir uns wieder in der Küche getroffen nach einer Stunde, gesagt, weißt du was, so funktioniert es nicht. Wie wollen wir es haben? Also der Fokus, wie wollen wir es haben? Wie soll das Endergebnis sein? Und das war dann einfach, wir haben ein tolles Haus, die Besichtigungen laufen auf Augenhöhe. Also kein durchs Haus scheuchen mit 40 anderen Familien, sondern es geht leicht, es geht einfach. Wir finden ein tolles Zuhause und wir haben alle Zeit der Welt. Also wir haben intern eigentlich so unsere Timeline aufs Unermessliche gedehnt. Wir haben nach einer Woche das Haus angeguckt, in dem wir jetzt wohnen. Wir haben 3, 4 Tage später die Zusage gehabt, dass wir es haben können. Dann hat sich 2 Wochen gezögert, bis der Mietvertrag unterschrieben war. Das war extrem heftig. Aber Fakt war, dass wir das Haus gekriegt haben und umziehen konnten. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Wahnsinn, kann das so leicht gehen? Du möchtest es haben und es klappt und es klappt. Das kann nicht so leicht gehen. Und prompt kam irgendeine Sache, die dann nicht so funktioniert hat, ja, und irgendwas, was gestockt hat, also das war so dieses, es kann nicht sein, und prompt haben wir im Außen den Spiegel bekommen, dass ich eine Missstimmung mit meiner jetzigen Vermieterin hatte, eine Kleinigkeit wegen einer Absprache, wo sie sauer war auf mich und dachte, oh nein, es läuft alles schief und sowas, aber so dieses sich führen lassen oder dieses Loslassen, das haben wir von Anfang an mit einkalkuliert, weil wir gesagt haben, wir schaffen es auf die physische, auf die harte Tour nicht. Es müsste unsere beiden Businesses weiterlaufen. Wir können nicht im Raum München oder die Ecke, die wir uns eben dann ausgesucht haben, 500 Häuser anschauen. Wir müssen auf eine andere Art es machen. Und dann haben wir gesagt, loslassen, es wird so sein, weil wir uns das so wünschen, weil es gar nicht anders geht. Es ist die Entscheidung und wir lassen uns leiten. Und das war dann dieses Loslassen. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, dahin müssen wir nicht ziehen, da müssen wir das Haus nicht angucken. Wie wäre es denn da und da, die und die Gegend? Und dann war klar, okay, die Gegend, dann bin ich einmal hingefahren, denke mal, ach, das ist so eine schöne Gegend. Der Tankwart, als ich bei der Tankstelle bezahlt habe, der hat mich total angestrahlt, noch bei mir im Heimatort. Aber irgendwie war der ganze Tag, die Sonne hat geschienen, der erste sonnige Tag nach Wochen, hatte ich das Gefühl, es läuft wie ein warmes Messer durch die Butter. Ne? Und das war so dieses, okay, dieses Loslassen und Vertrauen können. Und das Vertrauen können ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, zu sagen, es gibt da draußen Kräfte, die zusammenspielen und die dir den Weg freimachen, wenn das für dich der passende und der richtige Weg ist. Und du musst den nicht komplett auseinanderschlagen und die Büsche wegmachen, sondern du kannst einfach sagen, da will ich hin und dann geht der Weg alleine. Ja, das ist für mich so diese Faszination, auf einer höheren Ebene zu sagen, ich darf es anzapfen. Das geht aber nur, wenn du in der Lage bist, dir selber Freude zu erlauben, dass du dich freuen kannst, dass du glücklich sein kannst, dass du auch, wenn irgendwas schief geht, sehen kannst, ah, da ist noch irgendwie was, was du für dich noch nicht geklärt hast. Und eins der ersten Gedanken, die wir auch hatten, war, irgendwo versteckt sich in dieser beschissenen Situation, Entschuldigung, dass ich das sage, aber in dieser beschissenen Situation jetzt schnell aus dem Haus raus zu müssen, in dem du dich wohlfühlst, irgendwo versteckt sich ein Geschenk. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist, aber irgendwo ist ein Geschenk drin und das ist auch wieder NLP-Gedankengut, wer weiß, wofür es gut ist. Aber das kannst du nicht nur denken, sondern du musst es
fühlen, du musst wissen, es ist so. Ja, und das ist in jeder Zelle spürbar. Irgendwas ist gut da in der Situation. Es Das ist klingt, für mich auch NLP. ich wollte aber gerade sagen, es klingt so, als ob das für dich schon deutlich mehr wäre, als jetzt zum Beispiel einfach in Anführungszeichen nur NLP-Zielearbeit. Also der NLPler würde ja sagen, mach halt ein Outcome, mach halt ein wohlgeformtes Ziel, um das Haus zu kriegen. Aber es klingt so, als ob da für dich wirklich gerade auf den obersten Ebenen 6 und 7 sehr viel mehr drin ist, als es die NLP-Zielearbeit normalerweise vorsieht. Also NLP-Zielearbeit liebe ich. Ich habe mich nur irgendwann auch durch so ein Online-Mentoring entschieden, dieses R für realistisch auszutauschen. Nämlich, was ist realistisch? Realistisch ist das, was du dir vorstellen kannst, was machbar ist. Und dann ist realistisch, ja, in einem halben Jahr habe ich ein Haus. Dieses R zu tilgen und zu sagen, richtig verrückt groß. Ja, und oder riesig oder so. Also wirklich dir zu erlauben, bei deiner Zieleformulierung dieses R auszutauschen gegen, was könnte alles möglich sein? Was möchte ich wirklich? Was wünsche ich mir wirklich, wirklich, wirklich? Gut, als Und das ist Hardcore. nämlich manchmal nicht an dieses R gekoppelt. Sonst hättest du keinen Elon Musk, sonst hättest du nicht diese ganzen Leute, die es geschafft haben, über das hinaus zu denken, was eigentlich als realistisch gilt. Gut, da würde ich jetzt der NLPler sagen, Disney. Das heißt ja in Disney genau drin, dass du anfängst mit dem Träumer und der ist ja nur per Definition nicht realistisch, aber trotzdem klingt das für mich so, als ob das Manifestieren auch wieder sehr viel anders wäre als ein Disney. Vielleicht einfach auch nur, weil du, glaube ich, im Manifestieren keinen Kritiker einsetzt, oder? Der Kritiker kommt von außen. Also das ist, wenn du nicht vorankommst, du sagst, also das kriege ich ja ganz oft mit, dass jemand sagt, ich möchte unbedingt den Traummann, den Traummann. Du bist schon seit 10 Jahren Single und es haut nicht hin und das muss er sein und es muss unbedingt der Typ sein. Ich sage, ja, okay, du hast mit dem vielleicht mal eine Affäre gehabt und der ist vielleicht schnuckelig und alles und sonst was, aber der wird seine Frau nie verlassen. Ja? Wie hättest du es denn gerne? Wie möchtest du denn überhaupt geliebt werden? Wie möchtest du denn mit dem Partner zusammenleben? Und dann kommt es sehr schnell raus. Es ist nicht dieses, ich muss immer warten, bis er Zeit hat und Weihnachten ist er bei seiner Familie, statt mit mir in die Karibik zu fliegen oder sowas. Sondern in dem Moment, wo du sagst, wie hättest du es gern, dann löst du dich nämlich von diesem Konkreten, es muss auf diese ganz bestimmte Art und Weise laufen. Du hast nämlich also ganz oft bei Zielformulierung drin, wie kann ich das Ziel erreichen? Und das ist der Unterschied beim Manifestieren, dass du sagst, wie willst du es wirklich haben? Wenn du nicht vorankommst auf die Art, wenn du diesen Kerl dir nicht krallen kannst, jetzt mal bei diesem einen Coaching-Beispiel zu bleiben, dann ist das nicht dein Weg. Wie möchtest du es haben? Dann wartet vielleicht nur was Besseres. Und in dem Moment, wo es einer Klientin gelingt, zu sagen, okay, ja, er ist toll, er manifestiert oder er verkörpert für mich im Moment das, was ich mir vorstelle, einen absoluten Traumtypen, aber so wie es gerade läuft, fühle ich mich ständig also in der zweiten Reihe, ich möchte auf Händen getragen werden, ich möchte die Nummer eins sein für ihn. Dem Moment, wo sie sich erlaubt, es zu sagen, merkt sie plötzlich, dann ist es vielleicht nicht dieser Typ und dann kommst du auf ganz andere Dimensionen. Das sind so die Blockaden, wo es dann nicht vorangeht, ja, und dann, also das ist quasi, der Kritiker kommt durchs Leben. Also Würdest dieser du dann Kritiker in sagen, Walt Disney bremst dich aus und dann merkst du, es ist vielleicht tatsächlich nicht der Weg. Du kannst mit Biegen und Brechen versuchen, es zu erreichen, aber in dem Moment, wo du sagst, nee, ich will eigentlich dahin und wenn das jetzt nicht klappt, dann ist der Weg, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, nicht der richtige. Dann lasse ich los, dann kann ich vertrauen, was alles das Leben bietet. Und komischerweise kommt es dann auf manchmal ganz komische Art, also ganz, ganz unerwartete Art, dass man sagt, glaubst du es? Ich hab jetzt plötzlich heute geflirtet auf Teufel komm raus mit einem ganz anderen Typen und kann mir jetzt vorstellen, dass es anders auch geht, dass ich diesen Menschen nicht brauche, dass ein anderer auf mich wartet. Das ist für mich dieses Wäre Loslassen. das dann so eine Idee, wie das Manifestieren nicht darum geht, dass du das kriegst, was du willst, sondern das, was dir wirklich gut tut? Auch wenn das was ist, was du dir gar nicht vorstellen kannst momentan. Ich Also denke, ist dass dann auf mir. dieses Ziel aus dem Bewusstsein heraus manchmal zu klein und zu eng und zu einschränkend trotzdem ist? Ja, weil wir, glaube ich, wenn wir uns ein Ziel formulieren, trotzdem ganz oft schon den Plan im Kopf haben, wie soll ich es machen?
Ja, also wenn ich sage, ich möchte das und das machen, dann fange ich an, To-Do-Listen zu schreiben, was habe ich in den nächsten Tagen alles zu erledigen. Dazu sagen, was ist mein erwünschtes Endergebnis? Wie möchte ich mich fühlen? Und aus der Perspektive der Zukunft rauszugucken, was war vorher alles erforderlich, um das zu schaffen. Das ist, du spielst mit der Timeline, kommst dann anders hin, wenn ich sage, du möchtest einen Menschen haben, der dich auf Händen trägt und du rennst dem Typen hinterher und hoffst, dass er sich mal wieder ein bisschen lösen kann von seiner Frau und sich mehr mit dir beschäftigt. Das ist das, was du haben willst? Nee, so will ich es nicht haben. Sag, ja, wie willst du es denn haben? Und das ist dann so dieser, also das ist dann der Punkt, an dem sie merken, darf ich mir überhaupt sowas wünschen? Darf ich es mir erlauben? Da sind wir dann sehr viel bei Glaubenssatzarbeit, ne, mit was habe ich verdient? Sa Glaubenssatzarbeit zum Thema Selbstwert und so. Und da haben wir dann Ansatzpunkte dran. Hast du eine Idee, was die Leute in Anführungszeichen falsch machen, die scheinbar richtig ordentlich den Regeln entsprechend manifestieren versuchen und wo es überhaupt nicht funktioniert? Also ich kenne ein paar, die habe ich mitbekommen als Teilnehmer viele Jahre, die sehr aufs Manifestieren gesetzt haben und sich damit ihre Finanzen ruiniert haben. Weil die haben quasi ständig versucht, Geld zu manifestieren, haben das dann einfach schon mal ausgegeben, das Geld, was sie demnächst hätten haben sollen. Und am Ende hatten sie einfach nur fürchterlich Schulden und das Leben lag in Trümmern. Da fühlte ich mich dann immer so ein bisschen als Anti-Esoteriker, damit mit der harten Wirklichkeit zu kommen. Ich kam meistens nicht weiter. Also ich denke an einen, der wirklich sich auf Diät finanziell völlig zerschossen hat. Und der hatte schöne Sachen. Der hat zum Beispiel das Ritual gehabt, dass wenn er an der Supermarktkasse einen Geldschein hingelegt hat, hat er immer laut dazu gesagt, komm wieder und bring Freunde mit. Es brachte ihm natürlich entsprechende Blicke von der Kassiererin, aber der kam nicht wieder und er brachte auch keine Freunde mit. Aber der konnte die ganze Theorie aufsagen vom Manifestieren, aber es war offensichtlich, dass es nicht geklappt hat. Ja, ich denke, dieses, also dieses Komm wieder und bring Freunde mit, das kenne ich auch. Ja, die Energie oder der Gedanke dahinter ist, du gibst Geld aus, weil du ja einen Gegenwert hast. Also das ist quasi so ein Tausch, um zu sagen, ich bringe den Kreislauf in Schwung, also den Wirtschaftskreislauf. Es hat niemand was davon, wenn du dann auf deinen 5 Millionen hockst und die nicht mehr irgendwie wie ausgibst. Also es muss irgendwie im Fluss sein, dass was zurückkommt. Ich denke, die Energie dahinter ist trotzdem dieses, ich muss jetzt dem Universum zeigen, dass ich reich bin und dann gebe ich Geld aus und gebe ich Geld aus, das ich nicht habe. Also ich denke, da solltest du vielleicht diesen realistischen Blick auch haben, wie schaut es tatsächlich auf meinem Konto aus? Ja. Und der andere Punkt ist auch da wieder, dass man einen konkreten Plan hat, wie es geliefert werden muss. Also wenn du dir irgendwas online bestellst, dann gehst du davon aus, es kommt, du bezahlst, es kommt. Aber du weißt nicht, welcher Paketdienst liefert. Du weißt nicht genau die Uhrzeit. Du weißt nicht, an welcher Ampel er abbiegen muss. Du weißt nicht, wie der Fahrer ausschaut, ob es männlich und weiblich ist, welche Hautfarbe. Du weißt nicht, auf welche Art es zusammenspielt. Ja, du weißt nicht, wer dein Paket packt und das Ganze. Das musst du gar nicht wissen, aber das ist dann oft so beim Manifestieren, dass du es auf eine ganz bestimmte Art machst. Und wenn du sagst, du machst bei jedem Bezahlvorgang, sagst du, komm wieder und bring Freunde mit, dann ist das auch wieder so eine Art, ich mache das doch so richtig und dann klappt es nicht. Und dahinter ist trotzdem eine Mangelenergie, ich muss es jetzt so tun, damit es klappt. Und um Gottes Willen, ich habe heute vergessen, es zu sagen, oh nein, dann geht es bestimmt schief. Ja? Statt zu sagen, was ist denn Reichtum, was ist denn Wohlstand? Ich kenne so finanzielle Coaching- und Mentoring-Programme, wo dann auch oft geworben wird, eine Klientin hat bei mir gebucht und prompt hat sie den ersten fünfstelligen Auftrag. Das stimmt sicher. Aber diejenigen, die jetzt nicht sofort einen fünfstelligen Auftrag haben, denken, ach du Scheiße, bei mir hat es nicht funktioniert. Was ein Quatsch ist, vielleicht haben die eine Idee gekriegt und sagen, wenn ich die umsetze mit meinen ganzen Ressourcen, dann ist da mit Sicherheit auch ein fünfstelliges Potenzial drin, das ich anziehe. Oder du wirst eingeladen oder du hast andere Sachen. Nur weil wir genau diesen Plan vor Augen haben, sehen wir nicht, was nebendran am Wegrand noch alles an möglichen Abzweigungen ist, die vielleicht viel leichter gehen und die mich genauso zu diesem Ziel bringen, nur nicht auf die Art, die ich mir vorher eingebildet habe, dass es genauso laufen muss. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, wenn du dich auf die Fülle einlässt und sagst, alles ist möglich,
dann ist auch jede Art möglich, an dieses Ziel zu kommen oder das in dein Leben zu holen. Du hast dem vorher nicht ganz zugestimmt, aber für mich schwingt trotzdem ein bisschen mit, das von dem männlicheren und weiblicheren Weg, also von der Energie her, maskulin, feminin. Ich finde, da ist was drin von den Energien her, weil halt NLP schon wirklich sehr dieses, also ich würde sagen, dass Tony Robbins schon eher der typischere NLP-Vertreter ist als Gundel Kutscherer. Also ich mag Gundel auch sehr, weil wenn ich mir so die NLP-Szene angucke, gerade auch an der Stelle, wie sie im Klischee ist, sind die Tony Robbins eigentlich eher die das so vertreten. Ne? Und da könnte das wirklich diese Energie, die du manifestieren findest, sozusagen wirklich das NLP erweitern, so Yin-Yang-mäßig, die andere Seite dazu beitragen. Dieses eben nicht erzwingen, nicht machen, nicht jeden Schritt bewusst, nicht jedes Detail ganz genau mir ausdenken. Ich meine, ich weiß noch, wie ich damals in meinem Practitioner den ersten Outcome kennengelernt habe. Da wurde uns wirklich gesagt, dass man sich, jetzt dein Paketdienstbeispiel, da hätte ich mir quasi überlegen müssen, an welcher Ampel biegt der genau wie ab. Das war ja so, wie ich es gelernt habe. Das war total überfordernd. Woher soll ich wissen, wie da die Sachverhalte sind? Aber da ist schon viel im NLP davon drin. Und da glaube ich, das ist eine sehr schöne, ich will gar nicht sagen Ergänzung, eher so Ganzheit. Mhm. Genau. Also so wie quasi in dem klassischen Manifestieren dieser eher rationale Teil des NLP fehlt. Wie genau geht's denn? Fehlt dann sozusagen im klassischen NLP der Teil, nimm die Fülle einfach an. Und da sind wir tatsächlich wieder bei dem Thema Kinder kriegen. Ja. Weil wenn du ein Kind kriegst, wenn es jetzt nicht vorterminiert ist mit Kaiserschnitt oder so, was eine sehr männliche Sache ist, ja, der Arzt will zum Tennis und es war in Südafrika zumindest so. In Südafrika so, da habe ich meine Hebamme gefragt, wieso kriegen denn so viele weiße Frauen hier die Kinder per Kaiserschnitt? Das kann doch nicht immer nur sein, dass das Becken zu klein und der Kopf zu groß ist, sagt sie, nee, aber das ist oft immer das Argument. Dass der Arzt sagt, es wird sehr oft genannt und dann kann er am Samstag zum Golfspielen gehen und dann ist halt Freitagnachmittag um 4 der terminierte Kaiserschnitt und sowas. Das war's dann. Dann sagt sie, wir sind hier noch nicht so liberated, die Frauen, dass sie sagen, nee, wir wollen es auf eine andere Art machen. Ich glaube, da waren 60-80% der weißen Frauen waren Kaiserschnittgeburten. Bei mir nicht. Ich wollte es anders. Und das ist eben genau das, du weißt nicht, wie es ist. Mhm. Du weißt nicht, wie es läuft. Du kannst dich nur in das Ganze hineinbegeben und mit dem, was gerade ist. Es ist Schweißarbeit, es ist harte Arbeit tatsächlich. Du musst tatsächlich was tun. Mhm. Aber du kannst es nur bis zum begrenzten Punkt steuern. Und das war das, wo ich sage, im Nachgang habe ich mir das manifestiert, dass es gut lief. Und bitte keine Frau, die jetzt zuhört, bei der es nicht so geklappt hat, hat was falsch gemacht. No way, das ist einfach die Natur. Ja. Aber das war wirklich ein sich hineinfallen lassen, sich diesem Geschehen, diesen Wellen anvertrauen, um zu schauen, wie geht es dann auf eine gute Art weiter. Ja, um in der Metapher zu bleiben. Um mit der Metapher zu bleiben, danach geht es ja weiter. Ich meine, du kannst ja auch, wenn das Kind auf der Welt ist, du kannst das Kind nicht genau zu dem machen, was du dir vorstellst. Nee, sicher nicht. Das versuchen alle Eltern vielleicht irgendwie ein paar Wochen lang und dann irgendwann geben sie auf, weil sie merken, da gibt es eine zweite Kraft, die mit drin ist, mit der du klarkommen musst. Das ist der Mensch selber und es ist eine Verhandlung, die man da führt. Man trägt was bei, aber man kann es nicht hundertprozentig bewusst willentlich steuern. Ja, genau. Es ist gut so. Es ist wirklich gut so, weil ich glaube, wenn wir es könnten, wir würden das Leben der Kinder kaputt machen. Wenn wir mit unserem quasi eigenen eingeschränkten Bewusstsein sagen, ich mache jetzt dein Leben genauso, wie es für dich gut ist. Man weiß es doch eh nicht. Nee, das klappt nicht. Ja. Spätestens da merkst du es. Ja. Ich finde das schön, dass wir das auf die Ebene geholt haben. Also das ist was, das Bild gibt mir sehr viel, wirklich diese männlich-weibliche Art. Du hattest es am Anfang in einer Bemerkung gesagt, darum kam ich auf das Thema. Ich danke dir dafür, dass man das so sieht. Männliches und weibliches NLP. Ich weiß, also ich höre es oft im Trainertraining von Teilnehmerinnen, die mich dann fragen, wenn ich dann so von Tony Robbins und Co. rede, die mich dann fragen, gibt es auf dieser Ebene auch weibliche NLPler, Trainerinnen als Vorbild? Und wo ich immer merke, fällt mir schwer. Aber mir fällt gerade auf, dass in dieser Manifestation, so in esoterischen Szenen, da gibt es natürlich ganz viele weibliche Vorbilder. Also da kann man eine ganze Liste sagen. Vielleicht auch ein Argument in die Richtung.
Was ich so spannend finde, ist von den Mentorinnen, bei denen ich jetzt auch sehr Ja. viele Online-Seminare besucht habe, die haben alle einen NLP-Background. Das wird oft nicht Ich thematisiert. wollte gerade sagen, Also bei geben die das manchen, zu? Geben die das zu? Geben die das zu? ja, das ist schon auch ein Thema, aber das ist jetzt nicht Teil des Curriculums oder sowas, sondern das fällt dann eher mal so nebenher oder sowas. Und das finde ich eben das Spannende, dass diejenigen, die da erfolgreich sind, so möchte ich sagen, die erfolgreich sind, indem sie sich auch ein Millionen-Business aufgebaut haben, die haben alle einen NLP-Background. Und damit meine ich, sie kennen die Tools, die notwendig sind, um von einer bloßen Idee, hey, ich hätte das gerne, das auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Und das Faszinierende ist, von mir hat jetzt eine Teilnehmerin eine Masterarbeit abgegeben vor kurzem. Da hat sie eine von diesen Mentorinnen modelliert, durch mich aufmerksam geworden ist, ja, wo ich das erwähnt habe. Und dann war zum Schluss noch ein Satz, wo sie sagt: Vielen Dank. Ich danke dieser Mentorin und Evi Andersson-Krug dafür, dass ich jetzt da weitergekommen bin. Und dann hat sie noch gesagt: Und aber ohne die Glaubenssatzarbeit, ohne die Arbeit von mir, ohne das, was ich ihr beigebracht habe, hätte sie es nicht geschafft, das eine umzusetzen, um dahin zu kommen und zum ersten Mal im Monat fünfstellig zu verdienen. Ja, und das war für mich, ich habe die jetzt gelesen, als ich in Südamerika war, da kam die Arbeit rein. Ich saß da mit Gänsehaut und dachte mir: Oh, wow, es hat, also das war für mich so eine Bestätigung. Ja, mein Gedankengang ist richtig, dass das Ganze nicht nur funktioniert, sondern dass es miteinander nehmen muss. Ja. Wunderbar. Ich danke dir. Wir haben jetzt eine gute Stunde. Ich Okay. würde es so machen wie bei den anderen auch. Wir warten auf die Kommentare, die man hier auf YouTube drunter schreiben kann. Und wenn da oft genug steht, bitte zweiter Teil, bitte zweiter Teil. Und vielleicht sogar noch im Idealfall mit Fragen, was wir genau im zweiten Teil beantworten sollen. Ne? So nach dem Motto, liebe Efi, bitte gib mir genau die 3 Schritte, wie ich Geld manifestiere. Oder ein Haus. Oder ein Haus, vielleicht ein Haus mit Geld und ein Traumpartner mit drin schon. Ja, genau das. Ja. Da gern die Anleitung in 3 Minuten, was ich machen muss. Und dann täten Ja. wir darüber einen zweiten Teil machen. Ne? Genau. Ein Hinweis noch an der Stelle, weil ist mein Make-up nicht völlig zerflossen ist. Das habe ich nämlich im Vortrag leider auch nicht geschafft. Ich habe irgendwann mal so einen Wunscherfüllungskompass und Fragenkatalog zusammengestellt, dass du für Selbstcoaching nutzen kannst, aber auch im Coaching-Gespräch mit anderen. Da kommst du nämlich sehr schnell an den Punkt, an den Glaubenssatz, der dich bisher hindert. Ein bisschen Reframing mit drin und so. Also wer den gerne haben möchte, der kann sich gerne melden. Dann schicke ich ihm den zu. Ich würde dir ohnehin vorschlagen, ich schreibe einen Link unten drunter, wie man dich erreichen kann. Super, Homepage ja. oder sowas in der Richtung. Und dann können die Leute, die sagen, ich brauche den Kompass, weil meiner funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche, dann schreiben die dir und bekommen deinen Kompass zur Wunscherfüllung. Sehr schön. Ansonsten vermute ich mal, dass du, soweit es sich ergibt, nächstes Jahr auch dabei sein willst in Zeilesheim. Och, ich schätze mal schon, ja. Ja. Dass du die 2011er-Reihe dann nicht unterbrichst. Das müsste dann eigentlich, wenn 2 Jahre Corona ausfiel, müsste es dann dein 10. Kongress sein. Ne? Nee, 11. Ich 11. guck mal nach an meinen ganzen Ja. Vortragslisten, was ich schon alles hatte. Ja, Das wäre genau. dann dein 11., was ja, wie wir von Anfang an wissen, deine Lieblingszahl ist. Neben der 7. Soll ich die Anekdote von Anfang noch erzählen? Mit 7 und 11? Bitte. Als Abschluss. Bitte. In Südafrika gewohnt, schwanger mit meinem Sohn, den ich gerade zitiert habe. Und sind nach Swasiland gefahren und das war quasi die Spielbank Südafrikas. Ja? Das heißt, wir waren dann in einem Casino, weil unser Auto da eine Panne hat, dann sind wir ins Casino und als Eintritt hast du einen Chip bekommen zum Spielen. Ich bin zum Roulette-Tisch, habe den Chip, wollte den auf die 7 und auf die 11 legen, habe den dann genau dazwischen platziert und dadurch waren die Zahlen 7, 8, 10 und 11 abgedeckt. Die Kugel rollt, fällt auf die 8, die schieben mir ein paar Chips zu. Ich nehme die Chips und gehe wieder vom Tisch weg und habe dann nur gehört: Boah, so muss man es machen. Ja? Die habe ich dann meinem Mann gegeben, dass der dann genügend hat, um am Blackjack-Tisch das wieder zu verzocken. Aber das war einfach so ein Auftritt: hingehen, Chips setzen, abräumen und den Tisch lächelnd wieder verlassen. Also, das war einfach so ein Punkt.
Das war ein lustiges Highlight meines Lebens. Genau, und auch der zweite Teil ist sehr symbolträchtig und dann dem Mann geben, der es verspielt. So ist es. Aber mit dem wohne ich noch zusammen. Das war Man muss die Metapher auch nicht überdehnen. Und seitdem ist das, sind die beiden Zahlen sozusagen deine, die ja, das schon Glück alten. deines Lebens einrahmen. So ist es. Okay, schön. Dann freue ich mich auf einen eventuellen zweiten Teil und auf jeden Fall auf dich nächstes Jahr in Zeilitzheim, wenn wir da weitermachen. Und bedanke mich jetzt sehr für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bedanke mich auch. Mach's Danke, gut. Evi. Tschüss. Tschüss.